wie man unschwer erkennt, an dem Roundup, an dem Hut und an der Zigarre. Gurka soll es heute sein. Jo, Gurka ist ja ein Monster an Marken oder an verschiedenen Linien und an verschiedenen Zigarren, Blends und alles, was dazugehört. Das sage ich am Anfang schon, an Marken. Da wird natürlich jeder sagen, was für ein Quatsch. Sagt er Marken. Blödsinn. Das ist ja nur eine Marke. Gurka, ja stimmt, das ist nur eine Marke. Definitiv. Aber Gurka produziert ja in verschiedenen Ländern. Also erstmal in der Dominikanischen Republik und in Nicaragua. Das ist mal zum einen. Und zum zweiten, Gurka arbeitet auch in der Dominikanischen, auch in Nicaragua, in verschiedenen Fabriken mit verschiedenen Masterblendern, mit verschiedenen Leuten, die verschiedene Handschriften haben. Und somit kann man in Anführungszeichen und in Klammer und allem Möglichen sagen, es sind schon fast verschiedene Marken. Zumindest ist der Auftritt bei Gurka so, wie wenn man verschiedene Marken hat. Ja? Deswegen ist es auch so schwer, jemand zu sagen, rauch mal eine Gurka und dann ist gut und dann weißt du Bescheid. Das ist Quatsch. Du musst bei Gurka die verschiedensten Zigarren rauchen, du musst bei die verschiedensten Linien rauchen, weil die Linien komplett teilweise unterschiedlich sind, die auch nichts miteinander zu tun haben, die in keinster Weise eine Handschrift erkennen lassen. Das heißt, meistens ist es wirklich so, dass es Gurka-Zigarren gibt, die du absolut liebst und gleichzeitig Zigarren, die du absolut hasst. So, man kann es vielleicht vergleichen mit schottischem Whisky. Ja, es gibt Menschen, die lieben einen Peated Whisky. Und andere sagen, das kannst du nicht mal reinriechen, geschweige denn trinken. Und findet sich irgendwo in einem Ort in Schottland oder irgendeiner anderen Gegend in Schottland, wo die Whiskys ja machen. Und ähnlich ist es mit Gurka. Das ist so breit, dass es wirklich doch so vielfältig ist. So, was rauchen wir heute? Ich zeige sie mal. Das ist eine Cellar Reserve, 15-jährig, Anniversario 10. Hier hinten, schön gemacht, fast schon ein Zöpfchen. Wenn wir hier vorne reingucken, dann erkennen wir, die ist sehr anständig gerollt. Das ist also kein Billigrollverfahren, wenn ich da vorne genau reingucke. Dann sehe ich, dass die Zigarre nicht im Buchverfahren gerollt ist, sondern in dem durchaus hochwertigeren Verfahren des Akkordeons. So, machen wir das gute Ding mal an. Interessante Zigarre. Und 2017, als diese Zigarre rauskam, war ja Kaiser Hansotia noch der Chef, der Boss bei Gurka. Der Besitzer mittlerweile hat er ja verkauft, ist nicht mehr in der Firma. James Colucci hat das Ganze jetzt. Jim Colucci, Entschuldigung. Und diese Zigarre kam zum 10-jährigen Jubiläum der Gurka Cellar Reserve Serie raus. Die erste Gurka Cellar Reserve war eine 15-jährige. Und mit 15-jährig war damals gemeint, dass das Deckblatt 15 Jahre alt ist. Bei dieser Zigarre jetzt haben wir ein anderes Deckblatt drin und wir haben die Einlage 15 Jahre alt. Das Deckblatt ist was Interessantes, da steht Ecuador Rosado. Und jetzt wird der ein oder andere natürlich mit Recht fragen, Rosado? Also bei aller Liebe, aber rosa sieht das Deckblatt jetzt nicht aus. Und rosa Tabakpflanzen hat man jetzt auch noch nicht gesehen. Das wäre mal was Neues. Ecuador Rosado heißt nichts anderes, als dass die Pflanze in Ecuador gewachsen ist und der Tabaksamen rosa ist. Und wenn der Tabaksamen rosa ist, dann spricht man von Rosado. Das ist der Grund. Man sagt, dann ist das Deckblatt schmeidiger, runder, hat mehr Potenzial. Ob es denn dann stimmt, probieren wir es aus.
So, diese Zigarre kam dann in Amerika erstmal raus und vor allem, sie kam in einem riesengroßen Humidorhaus. Da waren 100 oder 200 Zigarren drin, je nachdem, was man für ein Humidor gekauft hat, war nicht ganz billig. Und somit die Zigarre führen nur sehr wenig erschwinglich. Aber wir haben hier unsere Päckchen und in diesen Päckchen ist jetzt diese Zigarre drin. So, das heißt, wer so ein Päckchen sich holt, der kann diese Zigarre dann auch mal probieren. Die Cellar Reserva Serie gilt als die erfolgreichste Serie bei Gurkha. Die hat ja begonnen mit der 15-Jährige, dann kam die 12-Jährige, dann kam die 15-Jährige Maduro, die 18-Jährige und die 21-Jährige. Bis auf die 21-Jährige haben sie jetzt alle mehr oder weniger durch. Was jetzt noch kommen wird demnächst, ist natürlich die 21-Jährige, ist klar. Und natürlich auch dann nochmal eine Sonderserie. Da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Weiter und bleibt bei der Zigarre. Nicaragua und die Einlage. Und hier bei der Einlage haben wir komplett 15 Jahre alten Tabak. Da haben wir Jalapa, Condega und Esteli. Wir haben also durchaus Nicaragua-Tabak viermal drin. Und dann Ecuador Rosado, der rosane Samen. Auch nicht schlecht. Der ein oder andere vielleicht noch nicht gewusst. Ist jetzt ja nichts, was man breit wissen sollte oder wissen muss, aber doch irgendwas, was sehr, sehr, sehr interessant ist. Ich sage euch viel Spaß mit der Zigarre. Es ist was Besonderes, gerade durch den Tabak, der 15 Jahre gereift ist. Das macht einfach auch mal Spaß. Das ist so ein schönes Ding und die werde ich mir heute Abend jetzt ganz gemütlich gönnen. Und euch gönne ich allzeit einen richtig gescheiten Rauch.